Jo Leute und willkommen zurück zur neuen Season von Minecraft Adventure Maps. Starten wir mal, warum mal nicht? Wird mal wieder Zeit und ich hatte Lust. Nein, okay, Grund war natürlich auch mit dabei, weil Vanilla Love bei Part 16 jetzt beendet war und jetzt wollte ich was Neues auf den 15 Ura Slot setzen und da dachte ich mir, nehmen wir das hier, also natürlich diese Map auch, aber halt Adventure Maps und ja. Willkommen im Tropical Paradise, jetzt lieben. Dein Spielmodus wurde geändert. Ja, und zwar spielen wir nämlich, also spiel ich für euch die Map Tropical Paradise? Ja, Paradise. Spielanweisung, Spiel im Adventure-Modus. Ich schätze mal, ja. Automatisch ein, sicherheitshalber machen wir schon mal. Der Spawnpoint, sicherheitshalber mal ganz kurz. Oder ich weiß nicht, was sich darüber alles schon einstellt. Setze ich auch automatisch. Am Anfang musst du die Bücher und Schilder lesen. Danach bekommst du fast alles im Chat eingeblendet. Das Level-System dient auch als Rangsystem. Beta-Tester-Rekords, Level, bla. Es gibt kleine und einfache Villager-Shops. Zerschmeißt auch die Erfahrungsfläschchen. Okay. Geh hindurch und lebe ein riesiges Abenteuer. Willkommen beim Tutorial. Hier werden dir kleine Tipps gegeben, um in der Map weiterzukommen. Klicke auf den Knopf. Hier musst du mit Villager handeln. Mit deinen Pfeilen links und rechts kannst du durch die Items gehen. Einige Villager haben... Auch mehrere Items angeboten. In die beiden Fächer kannst du die Währung legen. Um zu bezahlen, klicke auf den Knopf, um fortzufahren. Er hat nicht gesagt, ob ich das nicht machen darf, ne? Na. Zack. Nimm nun das Buch und lies es. Danach klicke auf den Knopf. Hier wird im Spiel ein Text stehen. Klicke auf den Pfeil, um weiterzulesen. Jetzt kannst du den Knopf drücken! Alter, ernsthaft? Um nun mit dem Spiel anzufangen, schieße mit dem Pfeil auf den Gold-Block. Ich werde aus Sicherheitsgründen vielleicht selber auch den Spawn setzen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie safe der Spawnpunkt wirklich gesetzt ist. Das ist nur eine kleine Sicherheit, meiner Meinung. Oh mein Gott, höre ich das gerade richtig? Oh mein Gott, oh mein Gott! Anweisung, nein. Nein, nehmen wir doch die erste Anweisung. Spieler, bei dem Zusammenstoß mit dem Riff habe ich mir wohl den Kopf angestoßen. Und bin ohnmächtig geworden. Und am besten, ich rede mal mit dem Kapitän im Kapitän. Tag 1. Diese ist ruhig und das Wetter wunderbar. Der Kapitän sagt, dass unsere Reise nur 2 Wochen dauern würde. Tag 2. Die Mannschaft feiert heute und die Stimmung ist sehr gut. Tag 4. Ein Unwetter zwingt uns unseren Kurs um einige Kilometer zu ändern. Tag 4. Das Unwetter hat uns eingeholt. Die Wellen sind haushoch. Tag 5. Steuerraum. Steuerraum. Was war denn die Anweisung? Jo! Ich gehe nach den offiziellen Anweisungen. Mann, bin ich gut. Tag 1. Keine Vorkommnisse. Tag 2. Keine Vorkommnisse. Tag 3. Ein Unwetter zwingt uns, unseren Kurs um einige Kilometer zu ändern. Tag 4. Das Funkgerät und die Navigation sind ausgefallen und das Unwetter hat uns eingeholt. Tag 5. Wir sind auf einen Riff aufgelaufen und haben Leck geschlagen. Die Mannschaft und ich gehen auf die Insel, um Material zu besorgen.
Tja, die Anweisungen. Der Kapitän hat wohl in der Eile vergessen, den Motor auszuschalten. Wir brauchen den Treibstoff noch, um von hier wieder wegzukommen. Ich gehe in den Motor, in den Maschinenraum und schalte den Motor ab. Ja, recht laut. Wo ist der denn? Alter, das wird immer lauter. Laut. Tanks des Maschinenraums im Wasser. Oh, ist das eine schöne Ruhe. Oh, ist das eine schöne Ruhe. So. Die Maschine ist nun erstmal abgeschaltet. Ich gehe auf die Insel, um der Mannschaft zu helfen. Okay. Ich weiß übrigens nicht, wieso ist der TNT? Wie lang diese Map wird, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber mal sauen. Haben wir hier vorne oder ist das direkt... Das scheint der richtige Weg zu sein. Nun gut, dann gehen wir da mal hin. Im Übrigen, das sieht wie Sphex aus, hat aber angeblich ein bisschen bearbeitete. Ja. So, dann lass uns mal zu dieser Insel. Der Insel. Mal schauen, was auf mich zukommt. Ob ich sterben werde oder nicht. Das war nicht so geplant. Oh nein, es hat wohl einen Kurzschluss gegeben. Wie sollen wir jetzt von der Insel zurückkommen? Ich durchsuche am besten die Bla. So, Fischerdorf. Nehmen wir mal die ganze Rüstung mit. Tack. Slash Spawn Point. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie weit der hier spawnen wird. Fischerdorf. Der Kapitän. Wir haben diese Hütte hier vorgefunden. Sind alle verlassen. Wie es jedoch scheint, haben hier noch vor kurzem Menschen gelebt. Wir machen uns auf den Dschungel, um Material zu suchen für die Reparatur. In diesem Buch stand, dass die Mannschaft in den Dschungel gegangen ist. Ich folge ihnen. Und ich esse gebratenen Fisch. Es wird Nacht. Ob das schlau ist zu pennen, das weiß ich nicht. Ich werde jetzt übrigens mich hüten, diesen Weg zu laufen. So, was haben wir denn da? Vorsicht, wilde Tiere, bleib auf dem Weg. Wenn er das schon so sagt, dann ist hier bestimmt irgendwo was. Nope. Ey! Toll, Blindness! Eingeborenendorf. Was ist denn nur geschehen? Alle Dorfbewohner sind tot und ich werde direkt angegriffen. Habe ich es erledigt, alle? Nein, hier ist noch eins. Blöde Skelette. Goldbarren, rohes Hühnchen. Nehmen wir mal mit. Waren das jetzt neue. Ne, ich hab. Noch was? Schon wieder ein Reisetagebuch? Nee, das ist nach unten gerutscht. Okay. Hier ist aber sonst nichts.
Ja, Fischerdorf oder Fragezeichen? Wir sind hier hingekommen. Das heißt, wir werden hier hingehen. Den kaputten Bogen will ich übrigens nicht haben. Weil der würde mir, glaube ich, nichts bringen. Dürfte ich irgendwann mal das Blindness wegbekommen? Yes. Geblinksel, ich hasse Geblinksel. Okay, okay, okay. Abwärts. Ja, mach mir erstmal viel Schaden. Na gut. Oh, der Fahrstuhl war wohl kaputt. Wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort? Das muss eine unterirdische Basis sein. Ich muss hier wieder rauskommen. Etagen U1, Fahrzeug U2, Arbeiter U3, Versorgung. Treppenhaus ist zu. Gefängnis. Ich greife dich direkt mal an. Weitere Schwerter, Fackeln. Das ist gut, das ist sehr gut, weil ich höre, was da auf mich zukommt. Was mich auch ein bisschen schon wundert. Licht, Wachraum, Lichtzellen. Ich habe nicht mal die Türen geöffnet. Na gut. Und diese kleinen Zombies sind die schlimmsten. So, erstmal wieder was essen. Ich habe zwar nicht so viel Futter. Was? Okay. Komm schon. Nein, 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 du. Ist das ein Backerfahrer? Könntet ihr mal aufhören, mich durch die Tür zu schlagen? Na komm rein. So. Das ist gebratene Fisch. Macht nicht wirklich Satz. Ist echt, weil die Menge hier nicht aufhören will. Sind das unendlich? Alter! Komm schon. Ja, genau. Alter, und schon wieder kann ich nicht regenerieren. Komm schon. Jetzt erledige ihn. Alter Verwalter. Alter, wo kommst du denn her? Das sind scheinbar unendlich Spawner. Ich will mal kurz was essen. Jetzt habe ich natürlich kein Futter mehr. Alter, diese Mengen von Spinnen, ist das dein Ernst? Alter, Alter, ganz ruhig. Boah, serious? Jetzt mache ich nicht mal mehr Schaden, oder? Hallo, ja. Ich mach keinen Schaden mehr, oder was?
Ich mach keinen Schaden! Ich mach keinen Schaden! Hä? Was ist das denn jetzt für ein Bug? Ich mach mit dem Schwert keinen Schaden mehr! Da, guck dir das mal an! Ich mach keinen Schaden! Hallo! Was ist das denn für ein Bug? Was ist das für ein Bug? Hallo! Hallo! Ja, los! Hallo! 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 Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich mache auch nicht wirklich kaum Schaden. Das bleibt mir gerade nicht. Ich verstehe es selber nicht. Ihr habt es doch gesehen. Scheinbar, wenn ich sterbe, mache ich keinen Schaden mehr. Die Fackel will ich übrigens nicht mehr. Tut mir offiziellerweise leid. Aber wenn ich keinen Schaden mehr mache, dann bringt mir das natürlich so gar nichts. Das Kraftwerk gucke ich mir gleich an. Nix. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob das ein Bug der 1.7 ist oder so. So, oh, 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 ein Lava, Lava, Lava. So. Alter, lag. Ja, jetzt habe ich auch nur noch 20 Frames. Logisches Spiel, logisch. Jetzt habe ich die Generatoren aktiviert. Vielleicht bringen wir die Pressures jetzt was. Gut, Lager. Jetzt mache ich ja wieder Schaden, ne? Ah, diese Logik manchmal. Und Schaden machen die nicht gerade wenig, ey. So. Fuck. Da meine Hungerleiste sowas von schnell schwindet, ich bin ja nur noch am Fudern. Wie lange hält denn diese scheiß Hunger, ey? Bestimmt immer. Wollen wir mal gucken. 18? 29. War doch klar. Heppa! Ich bewege mich kaum und die Hungerleiste sinkt und sinkt. Schalter, Flaschen. Mich wundert in dieser Adventure Map gerade so viel. Das recht, weil ich jetzt wieder natürlich volle Hunger-Dinge habe, ja klar.
Das ist die Forschungsstation. In der Aufzeichnung der Werte stand doch, die Mannschaft ist hier. Licht! Türen!